Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rollenspiel in Sky Millennium Edition. Ja, wir sind hier mit Hadvar Dieser Weg führt nirgendwo hin. unterwegs. Wir sollten es wohl besser hier Aua, entlang was war versuchen. das? Oh, irgendwas hat mich in den Rücken gestoßen. Diesen Arm hier? Okay. Und aber auch diese Hier, los! Zehen, sind es ein Zehen oder eine Hand? Das ist eine Hand, okay. Ja, Physik. Kann gefährlich sein. Ja, das letzte Mal sind wir sogar fast gefressen worden von diesem bösen Drachen. Ja, ich hoffe, es passiert uns nie mehr. Nein, du hast sie getötet. Ja, Riesenschlangen, ja, die könnten ein bisschen gefährlicher sein als Giftspinnen. Ja, aber man trifft sich ja auch nicht. Man lässt sich nicht treffen, lieber Hadvar. Weil man kann natürlich schnell sterben. Stell dir mal vor, so ein Gift auslösen kann im Körper. Ja. Okay. Da oben könnte vielleicht noch etwas sein. Ein Eisenstreitkolben, okay. Ja, ich weiß es. Sorry, aber zwar bin ich jetzt nicht mehr so ängstlich, aber vom Tod habe ich natürlich auch sehr viel Respekt. Ich möchte nicht sterben. Ein Eisendolch noch. Wir müssen uns gut vorbereiten, viel lernen. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Oh. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön Oh, langsam, ein cooler bevor Helm. ihr hintretet. Oder Eine wenn ihr meint, Laterne nehme ich euer natürlich auch Glück gern mit. übergeht das Und Bogen ja, her. ein bisschen Wein. Überrumpelt Also, ihr sie. Met. Geht Hier voraus. ist Wein. Ich folge und gebe euch Deckung. Brauchen wir natürlich. Okay, den Lederbeutel möchte ich aber auch gerne noch mitnehmen. Dankeschön. Lieber Wagen. So, kommen wir hier noch gut durch. Ja. Ja, du musst. So. Ich versuche mal etwas an. Der muss doch nicht so schwierig sein. Kommst du? Komm! Ja. Ja, ja. Ja. Sieht gut aus. Oh. Doch leichter als ich gedacht habe. Bärenpelz lässt sich sicher gut verkaufen, wenn wir irgendwo in eine Zivilisation kommen. Wir sind ja jetzt gerade aus einem Dorf geflüchtet. Wahrscheinlich ist weiter weg nicht so viel. Also lange Zeit nicht so viel. Erst weiter weg. Okay, die Lichtstrahlen, die sehen cool aus. Nicht schlecht. So. Gut. Oh, kann das sein? Der Ausgang? Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Uff. Endlich. Ja. Super. Dann mal raus. Oh, schön. Wartet! Der Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist es notwendig, zu essen, zu schlafen und sich warm zu halten. Dieser Modus enthält außerdem zusätzliche Herausforderungen.
Schnelles Reisen ist nicht möglich. Deine Tragfähigkeit ist verringert und Stufenaufstiege sind nur möglich, wenn du schläfst. Im Eintrag Überlebensmodus unter Hilfe findest du weitere Einzelheiten. Überlebensmodus einschalten. Du kannst den Überlebensmodus jederzeit unter den Gameplay-Einstellungen ein- oder ausstellen. Also ich werde ihn anmachen, falls es mal wirklich zu lange geht oder so, mache ich ihn einfach kurzfristig aus. Aber in Story und ja, in Missionen lasse ich es immer an. Sehr interessant und dem auch sehr realistisch. So, gut. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Ja, jetzt bist du der Ängstliche. Drachen machen natürlich schon Angst. Sind ja auch sehr, sehr stark. Wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe. Ich habe leider auch noch nie einen Drachen gesehen. Aber was man so hört, die Drachen wirklich damals schon recht, ja, stark waren. Kann ich es kaum fassen. Nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Okay, und ja. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Okay, werde ich gehen nach Einsamkeit. Also ist jetzt nicht gerade mein Ding, so einsam sein. Aber gut, da hat es noch ein paar Blumen. Nehmen wir doch ein paar mit. So. Aber nicht alle. Er hat schon Zeit zum Pflücken. Die Ruine dort oben, das Ödsturz-Hügelgrab. Oh, cool. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Du bist hungrig, wodurch deine maximale Ausdauer sinkt. Dies wird durch den dunklen Bereich auf deiner Ausdaueranzeige dargestellt. Hunger senkt auch die Geschwindigkeit, mit dem du deine Waffen schwingst. Nimm etwas Essen zu dir, um deinen Hunger zu stillen. Gekochtes Essen stillt diesen sehr viel besser als rohes ungekochtes. Wenn du rohes Fleisch isst, ziehst du dir minute eine Lebensvergiftung zu. Okay. Ich gebe zu, ich traue. Okay, wir sind noch nicht schwer hungrig. Gut. So, oh, ein schöner See, cool. Was sind denn das für Statuen? Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Okay. Na los, seht selbst. Jo, schauen wir mal. Was ist das hier? Der Kriegestein. Wer unter den Zeichen des Krieges steht, lernt alle Kampffähigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Okay, wir sind ja Magier. Magier ist scheinbar. Okay, das ist noch Dieb scheinbar. Dann nehmen wir den Magierstein. So. Ein Magier, hm? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Okay, wieso? Ich dachte, Magie sei sehr willkommen, also scheinbar im Himmelsrand nicht so. Aber ich habe doch die ganze Zeit gezaubert. Hast du auch irgendwelche, ja, eine Vergesslichkeit? Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Aber ja, bis wirklich? Wir uns das okay. Von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Ja. Lauf! Du langsamer! Oh, Wölfe. Nein, sie haben Hardware gesehen. Okay. Muss ich, glaube ich, den Schwierigkeitsgrad schon hochstellen? Weil mit Langschwert war es schwer. Ich habe einen Test Rotwartone gemacht und damit Schwertern angegriffen. Da haben die Wölfe schon ein bisschen mehr ausgehalten. Okay, komisch.
bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Okay. Ja. Cool. Oh, das ist eine leuchtende Pflanze. Schauen wir uns später mal an, was das denn sein könnte. Ah, das ist dieser große Berg wieder. Cool. Also das ist, was hat gesagt, Flusswald? Ja, ist sehr klein, ja. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Okay. Onkel Alvor, guten Tag. Hadwa? Was macht ihr? Erschöpfung. Du bist müde, wodurch deine maximale Magika sinkt. Dies wird durch einen dunklen Bereich auf deiner Magika-Anzeige dargestellt. Erschöpfung verringert auch die Geschwindigkeit, mit der du Magika und Ausdauer regenerierst und senkt die Effektivität von Tränken. Schlaf in einem Bett, um deine Erschöpfung zu senken. Wenn du in einem Gebäude schläfst, erholst du dich besser als beim Schlafen unter freiem Himmel. Okay, müssen wir uns merken. Aber ist natürlich auch logisch. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund. Hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Na kurz schauen, ob das geprobt wird. Ich habe einen Drachen gesehen. Ja. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Okay. Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien... Sie hat's also auch gesehen. Ihr werdet schon sehen. Es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Ich glaub dir ja. Okay, wir werden sie später mal sprechen. Gut, jetzt müssen wir reingehen, sonst... Ja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen alle warnen. Ja. Sigrid, wir haben Besuch. Bei mir passiert einfach ständig irgendwas. Hadwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren habt? Ich bin besetzt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wie ihr wisst, ihr dass es General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helben aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ich bin der Dieb des Diebes. Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gott, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Und seine Töten. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Gott, wie ich hasse. Weiß nicht, ob es noch jemand lebend in uns geschafft. Ja, meins auf der Klatsche. Das Erste, was sie tun, ist etwas klauen vor einer Frau. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund, ich glaube, die Sensibilität der Steuerung kann man auch nicht. Gerne, so gut ich kann. Senken. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Ich bin aber ein Dieb. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen. Ich glaube, wir müssen jetzt direkt zur Wache, sonst klaue ich alles und dann werde ich noch gefunden. So, also wir brauchen ein bisschen Brot. Die Sachen sind sozusagen geschenkt. Met könnten wir eigentlich verkaufen. Karotten nehmen wir mit. Nordmet. Roter Apfel, silberner Granatring, sehr gut zum Verkaufen, Silberring, Tunika mit Gürtel, ich weiß nicht, ob das jetzt wärmer hält als so eine Robe, nehmen wir mal mit, Trank der Heilung, und Eisenbahn ist halt schwer, werden wahrscheinlich noch nicht am Anfang schmieden, wir lassen ihn einfach mal drin, er kann damit mehr anfangen.
bleibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Okay. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay, sehr interessant. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisiv sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Ja. Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Okay, ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Ja. Wer ist Elisiv? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisiv, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt. Wenn man den Geschichten Glauben schenken Wie geht denn das? Okay. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Okay, ja, das ist jetzt auch nicht gerade so nützlich. Ja, was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Okay. Darf ich die Schmiede auch benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Ja, jetzt kann ich nicht so. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Okay, schauen wir uns mal dann an. Eventuell können wir hier auch ein paar Sachen lagern. Okay, was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Ja. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Okay, warum dürfen die Talmor die Anbeter von Talos verhaften? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talus-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Es wird immer wieder zu Krieg. Verträge. Ihr beiden könnt es so. Euch ruhig bequem machen. Gailaro, Ralof, Hathor wird wahrscheinlich bald losziehen nach Einsamkeit. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen, weil es ist neu für uns. Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was?
Ja, sehr. Ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich werde ein paar Mal nach Weißlauf zu gehen, das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Ja, die anderen reden ein bisschen zu viel immer. Zu schnell immer wieder, ich kann zwischendurch nicht etwas sagen. Okay, wie komme ich von hier nach Weißlauf? Haltet euch einfach in Richtung Norden. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf, des größten und besten Fürstentums von Himmelsrand. Aber ihr braucht mein Wort nicht für wahre Münze zu nehmen. Okay, ihr meint wirklich, ich sollte in den kaiserlichen Armee beitreten? Natürlich. Ich weiß, heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen, aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen, besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Okay, dann sind wir glücklich, dass wir doch eher natürlich dem Kaiserreich helfen. Ja, ich hätte mich fast noch... ja, Ralof, deshalb ist er mir so im Kopf zu folgen Dingen, aber dann hätte ich wahrscheinlich immer Probleme, weil ich eben schaue, dass es natürlich allen gut geht und nicht nur uns, ja. Meint ihr, General Tullius weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Nein, noch nicht. Immerhin ein Drache. Etwas aus alten Märchen und Legenden. Damit konnte ja niemand rechnen. Ja. Aber ihr könnt sicher sein, dass er versucht, es herauszufinden. Das könnte das gesamte Gleichgewicht des Krieges verschieben. Wenn ihr helfen wollt, diesen Drachen aufzuhalten, dann geht ihr am besten nach Einsamkeit und schließt euch der Armee an. Ich muss darüber nachdenken. Ja, gut gesprochen. Vielleicht werde ich mich ihr anschließen. Das hoffe ich. Die Armee ist im Moment die einzige Hoffnung für Himmelsrand. Na kommt, wir machen uns besser auf den Weg. Okay. Kann ich noch kurz mit dir reden? Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Viel Glück. Wie trete ich der Kaiserlichen Armee bei? Das hat er doch schon erzählt. Das Hauptquartier von General Tullius befindet sich in Schloss Elend in der Stadt Einsamkeit nordwestlich. Ein toller Name. Ihr solltet mit Legat Ricke sprechen. Sie kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für euch einlegen, wenn ich vor euch in Einsamkeit eintreffe. Okay. Ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Ja, das glaube ich eher nicht, weil, ja, wir haben ja gesehen, alle waren echt überrascht. Ja. Wer waren die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Okay. Ah, ständig ruft meine Schwester an. Ich gehe jetzt einfach nicht dran. Ist er irgendwie ein Verräter? Genau, der Anführer der Sturmmäntel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Wer sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Okay, ja, der Ulfric, der hat ja auch überraschend Ding reagiert. Okay, ich muss leider jetzt gerade gehen. Dankeschön fürs Zusehen, der andere Part war 35 Minuten lang. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.